Lasst uns nun über die Echo-Unterdrückung, den AEC, reden und die Art, wie ihr ihn in euer QSIS-Design einbaut. Kurz gesagt ist ein AEC ein Prozess, der auf euer Signal angewendet wird, um zu verhindern, dass sprechende Personen ihre eigene Stimme hören. Es gibt hierbei immer zwei Orte, Near End und Far End. Near End ist typischerweise ein Konferenzraum mit Lautsprechern in der Decke oder auf dem Tisch und mindestens einem Mikrofon. Far End ist der Anrufer, zum Beispiel in einem Auto, Hotelzimmer und so weiter. Hello, can you hear me? Das Problem mit diesem Anruf ist, dass die Stimme des Far-End-Teilnehmers über die Lautsprecher im Near-End-Raum ausgegeben wird, Can you hear me? Wo sie direkt zurück in das Mikrofon geht und wieder an den Far-End-Teilnehmer geschickt wird. Can you hear me? Dieser Weg ist aber nur einer von vielen, den eine Stimme nehmen kann, um wieder in das Mikrofon zurückzugelangen. Sie kann von der Wand reflektiert werden, von den Personen, die im Raum anwesend sind, von einer Wand gegen eine Wasserflasche und wieder gegen eine Wand reflektiert, gegen euren Kopf, dann wieder gegen eine Wand, gegen die Decke und so weiter. Das nennt man akustische Reflexionen oder Echos. Weil diese akustischen Wege verschiedene physische Längen haben, ergeben sich dadurch verschiedene Zeitverzögerungen von den Lautsprechern in das Mikrofon. Und weil der Ton durch die Luft geht und dabei verschiedene Oberflächen berührt, wird er gestört, verschiedene Frequenzen absorbiert und gedämpft. Und das alles wird zurück zum Far-End gesendet. Die durchschnittliche Latenz eines Telefon-Audiosignals liegt bei 50 Millisekunden. Was bedeutet, dass der Teilnehmer am Far-End die Reflexionen seiner eigenen Stimme 100 Millisekunden später hört. Was dafür sorgt, dass jemand ziemlich wortkarg wird. Eine einfache Lösung wäre es, einfach die Lautstärke des Mikrofons runterzudrehen, während der Sprecher am Far-End spricht. Aber dazu müsste jeder am Near-End warten, bis derjenige am Far-End fertig ist. Versucht mal ein Meeting mit Zwischenrufen abzuhalten und ihr seht, dass die Einer-spricht-Kommunikation keine gute Lösung ist. Hier greift jetzt unser AEC-System ein. AEC eliminiert das zurückgeschickte Echo, während es die Stimmen der Near-End-Teilnehmer erhält. Das klingt jetzt wie eine einfache Sache und es ist leicht, das als Voraussetzung anzunehmen. Die meisten Leute benutzen das durchgehend, ohne es zu merken. Und wenn ihr die Freisprechfunktion an eurem Telefon benutzt, oder wenn ihr mit einem PC skypt, benutzt ihr AEC. Aber ihr merkt es nicht. Das ist genau das, um was es geht. Aber wenn es nicht mehr da ist, dann werdet ihr es merken. Und wie funktioniert jetzt also AEC? Für die meisten Leute wäre die passende Antwort durch Magie. Seid einfach froh, dass es funktioniert und kümmert euch nicht drum. Aber wenn ihr eine genaue Antwort wissen wollt, im nächsten Teil schauen wir uns die AEC-Komponente und alle Untersysteme an, die das ganze Sprachverbesserungssystem beinhalten.